Sodeliechen. Neue Aufnahme immer wieder. Ich habe kurz vorher gerade Pause gemacht. So. Jetzt gehen wir da mal raus. In die Ferne. Huch, da pennt ein Wachmann. Der Widerstand scheint dem Organon ja nicht besonders zuzusetzen. Hallo. Er schläft wie ein Baby. Ha, was genau genommen noch besser so ist. Ich wollte auch gerade sagen. Ach, und da ist jetzt Klitis unten drinne. Ach, schön. Nanu, hier steckt ein Flyer in der Außenwand. Was für eine jämmerliche Konstruktion. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Ganz im Gegensatz zu mir natürlich. Therapeutische Stricke. Die günstige Alternative. Was soll das denn heißen? Will sich da jemand einen Jux mit mir machen? Und Moment mal, was ist das denn? Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Ruck. Ha! Jetzt zeige ich dem nicht näher benannten, unbekannten Dilettanten mal, wie man das richtig macht. Schwuppdibui! Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben. Und dann stellte sich heraus, dass er auf die Idee gekommen war, seine Angelhaken in meiner Schmuckschatulle aufzubewahren. Sogar die Köder waren schon dran. Es war so furchtbar. Ich wünschte mir, meine Ohren würden abfallen. Das kann ich im Moment gut nachvollziehen. Aua! Was ist denn das? Ein Flyer? Warum eigentlich nicht? Fräulein Toni, ich denke, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe endlich die passende Therapie für Ihr Krankheitsbild gefunden. Warten Sie, ich stelle Ihnen nur kurz ein Rezept aus. Boah, voll schön. Ja, das wird sich der andere Rufus auch denken. Ach nee, halt, das war die Kanalgondel, Rufus. Hier. Huch, wo ist Toni hin? Ja, ich hoffe, die macht jetzt keine Dummheiten, die arme Toni. Ich hab sie doch lieb gewonnen. War da jetzt gerade eine jüngere Furi bei dir? Nee, nicht? Okay. Ich hoffe, Toni ist jetzt da gerade ein... Ah! Hallo, Toni. Na, wie geht's? Hey, Toni! Was? Boah, wie bist du denn, Drupp? Ich dachte, du machst jetzt eine Therapie. Mein Therapeut hat sie abgebrochen und mir stattdessen ein Rezept für einen Strick ausgestellt. Cool. Du hast nicht zufällig etwas damit zu tun, doch, oder? Ich doch nicht. Wie kommst du denn darauf? Rufus? Moment mal. Drohender Unterton? Aggressives Gefunkel im Auge? Hey! Er hat es geschafft. Du bist wieder ganz die Alte. Das war nicht Ziel der Therapie. Ach, wen interessiert denn, was das Ziel war? Hauptsache, es hat geklappt, oder? Ach, irgendwie habe ich dieses Geräusch vermisst. Danke, einmal reicht. Und außerdem, wenn wir beim Widerstand sind und gegen den Organon kämpfen, da brauchen wir die alte Toni zurück. Ach, ich kann mich schön erinnern, wie es da im letzten Teil zur Laserschlacht gekommen ist. Ach, einfach genial. Rezept. Toni hat von ihrem Therapeuten ein Rezept bekommen. Suspendan Hals- und Wirbelsäule Akutpforte. Einmalige Anwendung. Och, wie nett. Was ist das? Ein Rezept für einen Strick. Ich habe es hier in Augenhöhe aufgehängt, um es als Option im Hinterkopf zu behalten. Für den Fall, dass du wieder auftauchst. Kann ich es haben? Nachdem ich jahrelang dafür gebetet habe, willst du dir also endlich einen Strick nehmen? Heute muss mein Geburtstag sein. Oh, und ich habe keinen Kuchen dabei. Geschweige denn 100 Kerzen. Nimm das Rezept und verschwinde. Bin schon weg. Schön, dass du wieder die Alte bist. Mit Betonung auf alt. Raus! Okay, können wir... Ich möchte ganz gern. Rufus Antoni. Rufus Antoni. Rufus, du schon wieder? Weißt du immer noch nicht, wann der Bogen überspannt ist? Ja, wenn er reißt, oder? Betrachte ihn als gerissen. Toni, over. Rufus Antoni. Rufus Antoni. Rufus, du schon wieder? Weißt du immer noch nicht, wann der Bogen überspannt ist? Ja, wenn er reißt, oder? Betrachte ihn als gerissen. Toni, over. Okay, schade. Ich hab da auf so eine Sache wie beim letzten Mal gehofft. So, jetzt, wo du wieder hergestellt bist, wirst du mir da endlich helfen. Warte, das war dumm. Merkst du selber, ne? Ich ziehe die Frage insgesamt zurück.
So, jetzt, wo du wieder hergestellt bist, wirst du mir da endlich helfen. Warte, das war dumm. Merkst du selber, ne? Ich ziehe die Frage insgesamt zurück. Okay, ich mag das so genial. Ach, ich mag Toni. Ich mag sie wirklich. Das ist so... Der Charakter ist einfach... Im Zusammenspiel mit Rufus ist einfach so herrlich. Da muss ich jedes Mal selber lachen und schmunzeln dabei. So, und jetzt können wir uns wohl einen Strick organisieren. Ach, richtig. Baby Boso. Den habe ich ja ganz vergessen, die kleine Knalltüte. Rezept? Toni hat von ihrem Therapeuten ein Rezept bekommen. Suspendan Hals- und Wirbelsäule Akutpforte. Einmalige Anwendung. Ich habe hier ein Rezept für einen Strick. Darf ich mal sehen? Ah ja, so einen habe ich noch auf Lager. Hier, brauchen Sie vielleicht noch Imprägnierspray? Zu dieser Jahreszeit kann es an manchen Brückengeländern noch recht feucht sein. Das ist schon in Ordnung. Moment mal, das ist ja nur ein Schnürsenkel. Tja, ein besseres Modell übernimmt Ihre Krankenkasse leider nicht. Tut mir leid. Mies. Damit könnte man nicht mal einen Schrumpfkopf erhängen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mir spart Übles. Aber das möchte ich jetzt gerade noch mal ausprobieren. Jetzt habe ich irgendwie da gerade einen leichten Lauf beim Aufnehmen. Gute Neuigkeiten. Ich habe ein Motiv. Echt jetzt? Was ist das? Komm mit, ich zeig's dir. Oh je, das ist aber hoch. Heul nicht rum und halt den Fotoapparat bereit, weil ich das, was ich jetzt tue, nur einmal tun werde. Es sei denn, das Foto wird nicht gut. Na, dann machen wir es nochmal. Können wir den jetzt da oben aufhängen? Ja, genau. Das wird eine wunderschöne Falle. Perfekt. Rufus? Bist du sicher, dass eine Schlingenfalle hier die beste Option ist? Na sicher bin ich mir sicher. Das ist wie bei den Cowboys. Du magst doch Cowboys, oder? Ich mag Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Baby in eine Schlingenfalle locken würde. Ja, weil er kein echter Cowboy ist. Lass mich einfach mal machen, okay? Und halt den Fotoapparat bereit. Okay, okay, okay. Ach Gott, ich will das jetzt eigentlich gar nicht machen. Weil das ist so zuwider allen guten Denkens. Das ist so... Ja, komm hier, Bus. Ja, du. Jetzt sitzt er in der Falle. Oh Gott. Und? Wer ist jetzt der Klügere? Wahrscheinlich Baby-Boso, weil der dir wahrscheinlich deine Rettungsaktion dann... und so, ne? Und am Ende hängt er dann wahrscheinlich nur selber drin. Rufus? Gehört das noch zum Plan? Ich verstehe dich nicht. Was willst du mir sagen? Vielleicht zeigst du einfach drauf. Strick. Das Seilende? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Schon gut, schon gut. Ich komm ja schon. Nur Mut, Barry. Nur nicht runtergucken. Nur nicht. Oh. Ich hab's geschafft. Ja. Und ich konnte sogar helfen. Helfen? Genau. Wenn du fertig bist, dir eine Scheibe von meinem Erfolg abzuschneiden, könntest du dann endlich das Foto machen? Bist du dir sicher? Ich kann mich ja auch so schon kaum halten. Mach das bescheuerte Foto. Na gut, das Foto. Na, das hat doch prima geklappt. Findest du? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das Ganze ausgegangen ist. Dann hast du ja das Beste verpasst. Habe ich ein Foto gemacht? Und was für eins. Ich borge es mir kurz aus, okay? Okay, armer Barry. Das haben wir echt cool durchgezogen. Meinst du? Na klar. Ich habe das Kind gerettet und du? Du kannst es bezeugen. So dumm, dass ich mich kaum an etwas erinnere. Wenn sich Barry gut anstellt, darf er irgendwann mal meine Biografie abtippen. Okay. Ach, wir haben Baby-Boso. Zur Strafe kommt er heute ohne Socken ins Bett. Im Foto. Ach, wie cool.
Das würde sich gut über dem Kamin machen. Ich hoffe zumindest, dass wir auf Elysium einen Kamin haben. Wo soll ich sonst mein Schießpulver trocknen? Richtig, liegt nein. Wir müssen wohl zuerst mal Babybrose zurückkriegen. Zurückbringen, besser gesagt. Ach, halt mal. Na, ihr beiden, wollt ihr ein Kind? Das ist so mies jetzt, aber ich versuch's einfach mal. Hey, Gun, willst du mal eine voll coole Geschichte hören? Hey, während der Arbeitszeit wird nicht mit dem Personal gesprochen. Es sei denn, es geht um... Teigtaschen. Genau, gut machst du das. Teigtaschen. Okay, wir können's leider nicht machen. Können wir das runter in die Kanalisation? Den behalte ich lieber bei mir. Er ist mir immerhin schon einmal ausgebüxt. Okay, gut. Können wir den in den Strampler eigentlich stecken? Nur mal so, just for Gaudi. Ich kann meine Sachen immer noch trocknen, wenn mein Weltrettungsplan ins Wasser gefallen ist. Come on. Casa Boso. Na, na die Damen? Hallo? Auf diesem Bild hat er schon wieder Nasenbluten. Der Arme. Ich habe Baby Boso gerettet. Zu seiner Verteidigung, das Pony war auch wirklich ein Wildfang. Oh, dann eben nicht. Können wir sie in die Klappe reinhauen? Opa Boso? Du, Opa? Komm mir nicht in die Quere, Junge. Einige meiner geheimen Zutaten sind hochexplosiv. Und ich muss mich schon genug konzentrieren, um meinen Papa Parkinson im Zaum zu halten. Das ist fett. Aber ich würde den ganz gerne irgendwo absetzen, den Kleinen. Können wir, Keine Sorge. Ich passe auf deinen kleinen Bruder auf, solange du ausgenockt bist. Nein! Keine Panik. Ich kann gut mit Kindern. Ich werde ihm ein paar Tricks beibringen. Er kann mir zum Beispiel bei meinem Sägetrick assistieren. Nein! Ach komm, da kann nichts passieren. Baby Boso ist doch viel kleiner als du. Aber wir können ihm jetzt das Bild zeigen. Hey, Boso! Was erkennst du auf diesem Bild hier? Ich will doch einfach nur... Schrecken? Das ist der Teufel! Blödsinn, das bin ich. Und ich bin dabei, ein Kind in der Not zu retten. Mann, du hast ja echt nicht alle Tassen im Schrank. So, okay, aber wo kriegen wir jetzt den vermaledeiten Pilz her? In die Grippe legen können wir nicht mehr. Können wir den dem Briefträger übergeben? So ein kleiner Storch? Damit bin ich hier an der falschen Adresse. Ich meinte ja nur, falls er von ihm ist, ne? So, jetzt hätte ich eigentlich einen Lacher erhofft. Die Mooks, habt ihr Interesse an dem Kind? Diese Gruftis bekommen gar nichts von mir. Laut Generationenvertrag schulden sie mir noch eine abgeschlossene Ausbildung, Querflötenunterricht und einen sauberen Planeten. Ich nehme stattdessen aber auch gerne den Sportwagen. Okay, also wir können das jetzt nicht wirklich irgendwo liefern. Können wir der guten Lotti den kleinen Bose in den Arm drücken? Na, das wäre doch was, ne? Den kleinen Racker lasse ich nicht mehr aus den Augen. Es sei denn natürlich, jemand macht mir ein richtig gutes Tauschangebot. Okay, das heißt, wir müssen ihn eintauschen. Toni? Die Fütterungszeit ist vorbei. Nicht, dass er mir nochmal ausbüchst. Na, Toni? Hast du da ein Baby in deinem Mantel? Das ist Bosos kleiner Bruder. Ich passe auf ihn auf. Du tust... Was? Sind seine Eltern denn übergeschnappt? Zufällig hält Mama Boso große Stücke auf mich. Sie hat mich quasi in ihre Familie aufgenommen. Okay, das akzeptiere ich als klares Ja. Also, aber sie macht nichts. Was ihr Therapeut kann, kann ich schon lange. Immerhin habe ich die ganze Vorarbeit geleistet. Und hier? Was ihr Therapeut, immerhin habe ich... Was machen wir jetzt mit dem kleinen Racke und wo kriegen wir jetzt den vermaledeiten Pilz her? Ich habe gerade echt keine Ahnung. Wächst der irgendwo, das Scheißding, oder... Ach, ich
wechsle einfach nochmal zu ihm hier. Rohrpost? Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt. Auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen Hefeteig eignen. Warum? Können wir hier eigentlich irgendwo rein? Zum Zellenblock? Ach, hier können wir runter. Kiste? Antragsformular. Das ist alles derselbe Vordruck. Antragsformular 27-Wurk. Antrag auf. Medizinische Hilfeleistung für Arbeitsunfälle bei Terminal-Wartungsarbeiten. Aktenzeichen IRG-75. B. Einen Schraubenzieher scharfkantig für Terminal-Wartungsarbeiten. Aktenzeichen Holler-55. C. Einen Ersatzbleidruckbuchstaben IRG für defekte Antragsterminals. Aktenzeichen IRG-122. Okay, können wir da was mitnehmen? Okay, Abdeckung. Was haben wir hier? Terminal. Antragsterminal Serial 17. Nur zum Ausfüllen von Antragsformularen mit der Seriennummer 27-IRG zugelassen. Geil. Ich komme mir vor wie bei unseren Behörden. Wo sind... Ohne das passende Antragsformular ist das irgendwie witzlos. Ich hab wieder zugemacht, ich Depp. Antragsformular. Antragsformular 27-WURG. Antrag auf B. Irk. So. Terminal. Können wir da irgendwas beantragen? Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Medizinische Dienstleistung? Warum nicht? Wir haben ja sowieso einen Dachschaden. Hallo? Was ist denn das? Das Org funktioniert nicht. War ja klar. Ach nee. Nee, komm. Passt. Ach nö. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Erstmal Ersatzlück. Wozu? Das funktioniert einwandfrei. Können wir dann noch was anderes beantragen? Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Medizinische Dienstleistung und den Schraubenzieher. Holler-55. So. Okay, und was können wir jetzt noch beantragen? Das ist ja schon ausgefüllt. Nehmen wir uns noch mal. Das ist alles derselbe Vordruck. Wenn ich noch einen brauche, weiß ich ja jetzt, wo ich Nachschub finde. Okay, können wir das einfach in die Rohrpost werfen? Ich habe keine Ahnung. Um etwas per Rohrpost zu versenden, bräuchte ich erst einmal eine dieser praktischen Rohrpostkartuschen. Wo sind die? In den Kriechgang? Wo geht's da lang? Das geht mir noch nicht schnell genug, Oppenbot. Ulysses darf keinen Verdacht schöpfen. Ich will dabei sein, wenn er erfährt, dass die Armee, die er eigentlich zusammen mit diesem Drecksplaneten sprengen wollte, mit an Bord ist. Und unter meinem Kommando Elysium einnehmen wird. Oh, Ulysses ist nicht dumm, Herr Amtmann. Immerhin dumm genug, um zu glauben, dass sich 11.000 Organons einfach so freiwillig sprengen lassen, ohne sich zu wehren. Ja, das ist dumm. Wann bekomme ich eigentlich meine Kopie der Aufstiegscodes? Seien Sie nicht albern, Oppenbot. Sie bleiben natürlich hier. Ach ja, natürlich. 11.000 Organons. Das hatte Argus also gemeint. Ich habe sowieso keinen Augenblick daran geglaubt, dass er Deponia retten will. Und jetzt hat er die Aufstiegscodes. Ich muss mich beeilen. Er bringt bereits seine Truppen an Bord. Okay. Ein weiteres Problem, um das ich mich später kümmern werde. Hoffentlich geht's da weiter. Stör ich? Rubusch, welch eine Freude, dich zu sehen. Du kommst gerade rechtzeitig. Na, wen haben wir denn da? Noch ein Mitstreiter im Kampf gegen die Unterdrückung? Das ist Rubusch. Ich hab dir von ihm erzählt. Wow, wirklich? Der Rufus?
Wenn das kein gutes Omen für unsere Unternehmung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin Cowboy Dodo. Du kennst mich vielleicht aus dem Kommunalfunk. Und das hier sind Cindy, Hottie und Cutis. Er hat sich unsere Namen gemerkt. Psst, ich will nichts verpassen. Alle mal herhören. Ich bin hier die Hauptperson, okay? Also, was soll ich tun? Wie ist der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Verstehe, innerhalb der üblichen Toleranz. Aber jetzt bin ich ja da, also rück mal ein Stück. Der Mann gefällt mir. Warum stimmen wir nicht einfach ab? Ich bin für Rufus. Ich bin auch für mich. Ich weiß ja nicht. Nein, Cowboy Dodo soll das machen. Er ist der beste Mann für den Job. Er ist überhaupt der beste Mann. Und Janosch ist natürlich für mich. Tja, dann haben wir einen Putt. Aber bevor wir uns hier noch streiten, vergiss nicht, dass es auch ein wichtiger Job ist, die Kurbel zu bedienen. Die Kurbel? Ich bin doch hier nicht der Kurbel-Heini. Vergiss es. Ich verlange eine neue Auszählung. Es fehlt nämlich noch wer. Ich bin sofort zurück. Ach, Klitus fehlt noch. Was haben wir hier noch alles? Können wir hier irgendwas? Hotti? Ach ja, Janosch. Hey, Janosch. Hallo, Rubusch. Ah, wie war noch gleich der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Ist doch eigentlich ganz einfach zu verstehen, oder etwa nicht? Kein Kommentar. Wo sind die anderen? Wenn du Liebold und Galev meinst, die unterstützen die Truppen, die in der Stadt gegen den Organon antreten. Das klingt ja nach einem richtigen Bürgerkrieg. War ich auch. Als wir aufbrachen, war die Lage bereits prekär. Es gab unzählige Verletzte und kaum zu beziffernde Kollateralschäden. gab es auch Tote? Tausende Tote. Um was zu tun. Oh, das ist ja überhaupt nicht zum Lachen.